Und damit willkommen zurück. Seid gegrüßt, mein lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Technodom zu einem neuen Part der Pomnia Doomsday mit dem Zwergenfürst. Dann reden wir doch mal mit den Studenten hier. Denkt nach, wie komme ich in die richtige Zwischenzeit zurück? Es muss einen Weg geben. Gab es dort noch mehr Portale? In Reichweite? Eigentlich nur das kleine da. Aber das ist zu schmal. Und wenn ich ihn durchgreife, sehe ich nur die Szene von vorhin, wo Drüßbert durch das Loch gefallen ist. Na, da haben wir es doch. Die Löcher sind offenbar nur eine halbe Stunde Realzeit auseinander. Wenn Sie sich beeilen, könnten Sie von der anderen Seite aus durch das kleine Portal nach vorhin gelangen und sich selbst durch das große in die Zwischenzeit folgen. Kann mir irgendwer dieses Nerdgefasel übersetzen? Wollte ich auch gerade sagen. Ach, so ist das. Da gibt's nur noch ein Problem. Das Portal ist zu klein. Ich komme nicht durch. Und ich glaube, ich weiß mittlerweile auch warum. Die Tachyon-Ventile sind nicht weit genug aufgedreht. Hier, nehmen Sie meinen Tachyon-Ventilschlüssel. Dein was? Damit sollte es gehen. Okay, na dann zurück in die Zwischenzeit. Zurück in die Zukunft. Aber Herr Rufus, jetzt bringt das doch nichts mehr. Sie müssen das vorhin gemacht haben. Weiß ich doch. Ist doch voll easy alles. Okay. Aber wie mache ich das vorhin? Aber Herr Rufus, Sie müssen das vorhin... Weiß ich doch. Ist doch voll easy. Ah, okay. Dann mal rein hier, oder was? Beeilen Sie sich. Mit jeder Sekunde, die Sie außerhalb der Zwischenzeit verbringen, ist vorhin auch wieder Zeit vergangen. Aha. Zeitreisen. Das ist echt ein Wahnsinn. Echt der Wahnsinn. So, Tachyon-Schlüssel, jetzt können wir das mal größer machen. Sehr schön. Was glotzt ihr denn so? Herr Rufus? Aber Sie sind doch gerade erst durch das Portal gesprungen. Ja, und? Ist doch logisch. Sag mal, passt ihr nicht auf? Und nun? Sind wir hier, sitzen wir in der Zeit und falten wir das? Aha, und nun? Passt ihr auch gut auf? Ist das etwa noch Teil des Unterrichts? Das ganze Leben ist Teil des Unterrichts. Und tops. Bevor ich aber gehe, eure Leistungen in diesem Semester waren nicht übel. Ich sag mal, 2 minus mit reichlich Luft nach oben. Ich hasse Abschiede. Okay. Ah, jetzt sind wir wieder hier an der Stelle. Verstehe. Nicht. Ich bin wieder in Paradox City. Aber zu welcher Zeit? Die Hochzeit. Zur Hochzeit. Hochzeitszeit. Sie hat bereits angefangen. Dann schnell herunter. Ab mit uns. Stopp die Hochzeit! Rufus, was tust du hier? Ich hol mir mein Mädchen zurück. Das ist doch... Dein Mädchen also? Was genau macht mich denn zu deinem Mädchen, ha? Huh? Dass du mich hier hast sitzen lassen? Dass du dann für mehrere Jahre verschwunden bist? Dachtest du wirklich, ich würde hier rumsitzen und auf dich warten? Meine Fresse, wir kennen uns gerade mal einen Tag. Ich kenne dich schon viel länger. Einen Scheiß kennst du. Du meinst die andere Goal. Und auch die hast du sitzen lassen. Sie hat mir alles erzählt. Mag sein, dass ihr damals eine tolle Zeit hattet, aber ich bin nicht sie. Meine Güte. Du bist ja eifersüchtig. Was? Du verdammter... Na! Goal, warte! Bravo, gut gemacht. Ich dachte, wir sind Freunde. Mir geht's auch gut. Danke der Nachfrage. Außerdem habe ich die Sache hier voll im Griff. Lass mich einfach mit ihr reden, okay? Aber beeil dich. Die Met-Torte wird bereits kalt. Er muss die Met-Torte nicht... egal. Goal? Hau ab! Kapier endlich! Es ist zu spät für uns. Hä?
Nein, das hast du falsch mitgekriegt. Die Trauung wurde nicht vollzogen. Alles ist gut. Sag mal, hast du einen an der Waffel? Ich weiß ja, du bist schwer von Begriff. Darum spreche ich ganz langsam, okay? Ich wohne seit über 2 Jahren in Paradox City. Dich kenne ich gerade mal einen Tag. Das hier ist jetzt mein Zuhause. Aber das geht doch nicht. Wenn die Zeit wieder läuft, wird es diesen Ort nicht mal mehr geben. Das ist mir egal. Okay. Ich verstehe langsam, was hier los ist. Du bist sauer, weil ich dich allein gelassen habe. Aber schau doch, es hat sich gelohnt. Was soll das sein? Tachyonenpfeile. Damit kann man Portale öffnen. Wir können endlich aus dieser Todesfalle hier entkommen. Was zum... Du hast es echt nicht verstanden, oder? Ich werde heiraten. Ich brauche keine bescheuerten... Gold, nicht! Hier gibt es... Na toll. Hallo. Gold, halt durch. Ich bin schon unterwegs. Na, sehr gut. Hey da, wo ist das Timeport? Och nö, wie sollen wir denn jetzt je wieder zurückkommen? Hoffentlich irgendwie mit der Tachyonenarmbrust. Tachmoment. Kannst du meiner Braut ausrichten, dass ich hier ein bisschen Hilfe gut gebrauchen könnte? Kannst du diesem Landstreicher ausrichten, dass ich nicht seine Braut bin? Mo, was macht ihr zwei Dodeltauben mal besser unter euch aus? Mhm. Du, Goal, es tut mir leid. Ich rede nicht mit dir. Ich könnte hier ein bisschen Hilfe gebrauchen. Ich sagte, ich rede nicht mit dir. Dann müssen wir eben schweigend einen Weg zurück in die Zwischenzeit finden. Hm? Wer spricht da? Du, Goal, es tut mir leid. Ich rede nicht mit dir. Ich könnte hier ein bisschen Hilfe gebrauchen. Ich sagte, ich rede nicht mit dir. Tja, die Zeitmaschinenschlüssel, der bringt jetzt auch herrlich wenig. Auf zum Berg. Vielleicht kann man von dort oben einen Schuss abgeben auf den Himmel. Und dann dort vielleicht irgendwie möglich wäre es. Mal hinauf. Das ist zu weit weg. Außerdem will ich nicht schon wieder versehentlich eine Waffenruhe brechen. Das letzte Mal hat es mir den ganzen Urlaub versaut. Im Lager der Feinde war alles ruhig. Zu ruhig für den Geschmack des Helden. Tja, nun. Aha, ich sehe Potenzial. Aha. Lag ich doch nicht ganz so falsch. So, na dann. Vielleicht können wir auf das Portalpotenzial schießen. Unten haben wir noch mal ein Portalpotenzial. Das ist zu weit weg. Außerdem will ich nicht schon wieder das letzte Mal. Okay. Hier geht es weiter, aber ich gehe nicht ohne Goal. Weiß, wen sie sonst noch alles heiratet. Okay. Gute Neuigkeiten. Ich habe einen Weg hier rausgefunden. Hat da jemand was gesagt? Ich sehe gar niemanden. Oh, jetzt hör doch mit dem Babykram auf. Wir können zurück in die Zwischenzeit. Das muss doch auch in deinem Sinne sein. Ach, Monsieur Wedding Crasher will mir erklären, was in meinem Sinne ist? Goal, ich bin untröstlich. Ich wollte doch nicht, dass wir hier landen. Auch wenn die Entführung der Braut genau genommen zu den traditionellen Aufgaben eines Trauzeugen gehört. Ich weiß doch, dass du diese Dinge nicht mit Absicht machst.
und dass wir hier festsitzen, habe ich selber verbockt. Aber für einen Zeitreisenden ist dein Timing echt unterste Schublade. Während du fort warst, hat mir die alte Goal viel von dir erzählt. Sie sagte, dass du zurückkommen würdest und dass ich Geduld haben soll. Sie sagt, du hättest ihr beigebracht, niemals die Hoffnung aufzugeben. Aber alles, was ich dachte, war, dass ich nicht so enden will wie sie. Zweimal bist du einfach aus ihrem Leben verschwunden. Aber immer, wenn sie gerade akzeptiert hat, dass du nicht zurückkommst, tauchst du doch wieder auf. Wie soll man denn damit umgehen? Ist das so eine Masche von dir? Und jetzt ziehst du die gleiche Chose bei mir ab. Das macht also insgesamt schon drei. Und deswegen willst du jetzt lieber in der Wüste versauern? Na komm schon. Sagt man nicht, alle guten Dinge sind vier? Puh, die hat ja wirklich eine Scheißlaune. Na, ist doch gut. Hier in der Wüste haben wir ein Sprichwort. Das Schwierige an der Kokosnussernte ist, das Bau auf die Palme zu bringen. Den Rest erledigt die Schwerkraft. Ne? Echt jetzt? Wenn das so ist, hab ich echt einen Lauf. Das ist zu gut. Rufus. Meine Rufus. 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 Du solltest hinterher. Oder erstmal versuchen. Das ist so weit weg, außer das letzte. Okay, wir sollten schnell hinterher. Hier, na komm, zum Berg. Und hinauf da. Ins Portal. Hinterher. Erkennst du mich denn nicht? Ich bin's. Go! Nie gehört. Aber ich kann dich ohnehin nicht reinlassen. Befehl ist Befehl. Das ist doch... Ja. Probleme? Go will die Brücke nicht runterlassen. Dann hat er dich in dieser Zeit offenbar noch nicht kennengelernt. Keine Sorge, das wird er gleich. Ist wohl doch nicht so toll, der Typ, was? Ich scheine ein Händchen für Idioten zu haben. Stimmt. Erst Cletus, dann er hier. Du suchst dir wirklich mit großer Treffsicherheit die größten Napfsülzen aus. Tja. Wie kommen wir da jetzt rüber? Bist du sicher dankbar, dass ich deine Hochzeit habe platzen lassen, richtig? Überspann den Bogen nicht. Apropos Bogen, überspannen. Wir haben doch noch Pfeile. Marco, lass uns rein! Wow, das ist dein Plan? Psst. Ich würde ja gerne, aber ihr steht mitten im Fuelock-Gebiet. Wenn ich die Zugbrücke runterlasse, könnte das eine Invasion zur Folge haben. Ach so, na dann. Ich glaube, er will uns wirklich nicht reinlassen. Gut, dass du es nochmal versucht hast. Vielleicht die Brille? Aha, ich sehe Potenzial. Jo. Da mal drauf schießen. Hey, was tust du da? Ich falte mir einen vierdimensionalen Kalender aus Recyclingpapier. Das sieht mir eher so aus, als würdest du versuchen, das Portal zu öffnen. Tja, offene Portale sind das Januar-Motiv, du Blitzmerker. Das geht nicht. Das ist ein Elysium-Portal. Da kommen die Fuelocks her. Dann versuch doch, mich aufzuhalten. Bin gespannt, wie du das anstellst, ohne das Tor zu öffnen. Ich wäre verpflichtet zu schießen. Oder willst du mich etwa, Was hast du gesagt? Ernsthaft? Du würdest eher auf uns schießen, als uns reinzulassen? Ich mache die Regeln nicht. Ich befolge sie nur. Dann mach dich mal auf etwas gefasst, Freundchen. Ich bin nämlich mit demjenigen unterwegs, der sie bricht. Selbst wenn das bedeutet, dass man ihn über den Haufen schießt. Ist es nicht so, Rufus? Genau. Ich glaube, let's go. Hier brauche ich einen Plan. Am besten einen, bei dem ich nicht über den Haufen geschossen werde. Ich sollte mit Goal darüber reden. Ja. Und? Hast du schon eine Idee, wie wir an ihm vorbeikommen? Hm? Hier oben, Rufus. Oh, Entschuldigung. Mir ist tatsächlich gerade eine Idee gekommen. Wir könnten... Bitte was? Hey, was flüstert ihr da? Und dann? Wer flüstert, der lügt. Und das war's. Denkst du, du kannst das? Klar. Warum denn nicht? Na los. In Position, Soldat. Echt jetzt? Na gut. Ich gebe dir das Signal, wenn ich so weit bin. Das kann auch nur schief gehen. Ja, was genau machen wir jetzt?
Ich kann mal von hier aus schießen. Was zum... Ach du Schreck, ach du Schande. Oh. Und jetzt? Na komm. Was ist jetzt? Ist das Portal schon offen? Einen Augenblick noch. Ach, Rufus. Okay, jetzt. Nein, stopp! Zurück auf Illusion. Hurra! Ha, jetzt sind wir doch zusammen auf Elysium. Tja, das sind wir wohl. Hier sollte es eine Menge anderer Portale geben. Können wir nicht einfach hier bleiben? Oh, das hatten wir doch schon. Anfangs habe ich ja auch gedacht, dass das eine gute Idee ist. Aber wer rettet die Welt, wenn nicht wir? Das ist unfair. Warum darf es uns nicht gut gehen? Goal? Jetzt wird man das Portal schließen. Als würde uns jemand beobachten und... Goal! Es beobachtet jemand uns. Phylox! Und Ronny! Ronny! Bist du etwa für die ganzen Phylox verantwortlich? Sind sie nicht super und viel effektiver als die alten Robo-Modienzippen? Zumindest werden sie häufiger nachgefragt. Besonders beliebt ist das Sicherheitspersonal. Jeden Mal dasselbe. Kaum habe ich den ersten Phylox losgeschickt, gehen überall die Sirenen. Sicherheitsalarm! Sicherheitsalarm! Haha! Sie können gar nicht genug von ihnen bekommen. Ronny, du musst damit aufhören. Die Phylox sind keine Sicherheitskräfte, sondern die Sicherheitslücke. Das ist ja das Schöne. Die Leute lieben das. Streicheltiere und Kartbahn. Die Leute wollen Dramatik. Action. Jeden Tag ein neues Armageddon. Und dank dieser Zeitschleifenkiste gibt's all das vollkommen ohne Konsequenzen. Na, wie findet ihr mein neues Unterhaltungsangebot? Ziemlich scheiße. Um ehrlich zu sein. Das wissen wir ja längst. Das ist ja nichts Neues. Was hast du mit uns vor, Ronny? Na, ihr seid natürlich Ehrengäste auf meiner Party. Immerhin warst du es ja, der mir beigebracht hat, wie man Phylox herstellt. Und der mit dem Ach, du Schande. Sicherheitsprotokolle außer Kraft gesetzt hat. Stimmt ja. Scheiße. Es war notwendig. Wozu war es denn bitte notwendig, eine Rasse aus Killerwesen zu erschaffen? Ich kann mich jetzt nicht mehr an alle Einzelheiten erinnern. Das war, glaube ich, der Masseur. Zum ähnlichen Zeitpunkt war es das Gebot der Stunde. Ist es denn so wichtig, wie es passiert ist? Genießt es doch einfach. Ihr könnt jeden Morgen wieder anfangen, meinem Phylox zu entkommen. So na, sehr toll. Das nur für ein Ende. Aber versucht es trotzdem gerne. Darum geht es ja bei Ronnys lustiger Phylox-Hatz. Och, kommt schon. Schaut nicht so traurig. Spielt mit, solange ich hier den Mut aufhabe. Wird das Abenteuer niemals enden. Ja. Du trägst aber wichtige Sache. Ronny. Na toll. So ist es besser.
Hallo, gut, Ronny. Dein Hut ist dämlich, Ronny. Ich weiß. Aber versuch du mal, einen Hut zu falten, wenn du Blätter statt Händen hast. Nicht einmal Papierflieger kriege ich richtig hin. Hui. Sorry. Das Spiel ist für heute sowieso fast rum. Nicht mehr lange, dann geht es wieder. Wiku, wiku, wiku. Ihr könnt mir gerne ein bisschen Gesellschaft leisten, während wir hier auf den Zeitsprung warten. Ich spiele euch dabei den neuen Song vor, und ja, den ich geschrieben habe. Den Song kenne ich. Fingernägel einzeln aus den Nagelbetten rauszuziehen, macht Spaß. Deine Augenlider einzeln mit einer grünen Zange umzudrehen, Spaß. Ich schlag dir deine Zähnelein mit einem kleinen Hammer ein. Steck dir Nadeln bis zum Anschlag mitten in die Augen. Ich säge deine Knochen an und lasse kleine Igel dann an deinen blanken Nervenbahnen saugen. Denn Spaß ist, wenn man trotzdem lacht. Und jetzt alle Zugabe. Deine Fingernägel einzeln aus den Nagelbetten rauszuziehen. Spaß. Deine Augenlider einzeln mit einer glühenden Zange umzudrehen. Spaß. Und jetzt alle, ihr auch. Mit einem kleinen Hammer ein und steck dir Nadeln bis zum Anschlag mitten in die Augen. Und alle Spaß. Und lasse kleine Igel dann an deinen blanken Nervenbahnen saugen. Der Mann ist schon guter. Ist, trotzdem lacht. Und jetzt alle deine Finger. Können das ewig hören. Lass die Hände schön da, wo ich sie sehen kann. Spaß. Deine. Lass die Hände schön da, wo ich sie sehen kann. Spaß. Okay, das Inventar können wir nicht. Darf ich? Einen kleinen Hammer ein. Ja, ich glaube, das war jetzt lustig genug. Autsch! War ja klar. 50 Jahre Hats Magazine. Die besten Hüte aus 5 Jahrzehnten. Na, wenn das kein trauriger Zufall ist. Na los, lies vor. Was für Hüte haben es auf die spitzen Plätze geschafft? Also... Auf Platz 1 ist die Melone. Eine hervorragende Wahl. Da müsste sich was Passendes am Fruchteisbrunnen finden lassen. Oh je. Yeah. So senkt es sich doch gleich viel entspannter. Deine. Lass die Hände schön da, wo ich sie sehen kann. Jetzt hat eine Melone auf. Das ist ja der Wahnsinn. Irgendwie wird das dem Ernst der Lage nicht ganz gerecht. Irgendwie wird das dem Ernst der Lage nicht ganz gerecht. Ja. Was? Willst du noch was loswerden, bevor alles wieder von vorne anfängt? Dein Hut ist dämlich, Ronny. Findest du? Oh, halb so wild. Alles kommt irgendwann wieder. Mode verläuft zyklisch. Also, welchen Hut soll ich als nächstes ausprobieren? Na dann, Obsthüte. Obsthüte sind auf Platz 2. Eine hervorragende Wahl. Da kann ich mir bestimmt was vom Nachmittagsbefehl stibitzen. Na, sehr toll. Oh, passt. So sieht es sich doch. Sieht nicht schlecht aus. Wir brauchen wahrscheinlich irgendwas, was die Phylox ablenkt.
Molly. Aus den... Was willst du noch was loben? Dein Hut ist dämlich, Ronny. Findest du? Oh, alles kommt Mode, also. So, Sombreros. Sombreros belegen den dritten Platz. Eine hervorragende Wahl. Davon gibt's reichlich im Eselgehege. Na, sehr schön. Einfach fantastisch. So singt es sich doch gleich viel entspannter. Jetzt muss nur noch Mariachi-Bands spielen. Fingernägel einzeln aus den Nagelbetten rauszuziehen. Macht Spaß. Ja, sehr schön. Was? Willst du noch was loswerden, bevor alles wieder von vorne anfängt? Dein Hut ist dämlich. Dein Hut ist dämlich. Findest du? Oh, halb so wild. Alles kommt irgendwann wieder. Mode verläuft zyklisch. Also. So, welchen Hut nehmen wir jetzt? Machen wir ein bisschen Modeshow mit Ronny. Aluhüte haben es immerhin noch auf einen guten vierten Platz. Ach, nicht der schon wieder. Eine hervorragende Wahl. Aber wo bekomme ich so einen nur her? Hattest du nicht einen bei dir im Computerkern? Ach ja, ich Dummerchen. Er darf auf keinen Fall den Aluhut tragen, wenn die Zeitschleife beginnt. So, besser geht's jetzt aber wirklich nicht. Immerhin ist dieser Hut. Oh, okay. Das war doch ein Trick. Der Hut überlebt mein Avatar. Violox, zum Angel. Rufus, jetzt. Das ist unsere Chance. Let's go. Ronny, erschießen. Dein Hut ist hiermit wieder voll out. Sehr schön. Und rein. Oh, okay. Aha, ich sehe Potenzial. Na dann. Ach du Schande. Weggespült. Wir können es mal versuchen. Ich probiere mal was. Komm sofort zurück. Rufus. Rufus? Rufus. Das hat geklappt. Na, sehr toll. Aua, aua. Immer wieder aua. Oh je. Goal. Ich wollte eigentlich nicht, dass du das hier siehst. Schon okay. Ich komm klar. Niemand sollte seinen eigenen Tod mit ansehen müssen. Das da bin ich nicht, Rufus. Das ist Rita. Was? Aber... Du hast recht. Hui, ist das verwirrend. Das letzte Mal lagst du hier. Genau so. Ich kann's ihm nicht verübeln. Ich war ja nicht da. Wir können das ändern. Ich kenne einen Weg zurück. Damit ich dann hier liegen kann? Das ist alles so deprimierend. Tja, also, wollen wir hier lang? Stecken wir hier wieder in der Zwischenzeit fest? Das ist auch neu. Sehr herrlich. Scheinbar sind wir noch weiter in der Zukunft, oder wie das hier heißt. Tja, was machen wir jetzt nur? Ein Brecheisen nehmen. Haben wir ja noch Potenzial zu erkennen können. Nichts Neues zu erkennen. Tja. Wir haben Brecheisen. Dann können wir das hier aufstemmen, das Garagentor. Oh,
auch nicht. Oh, doch. Geschafft. Ja, und jetzt? Jetzt haben wir dort bestimmt ein Potenzial. Aha, ich sehe Potenzial. Wenn wir jetzt nochmal hier drauf schießen. Oh, das noch. Das Wasser hat die Tachyonenbrühe von den Zeigern gewaschen. Na, sehr toll. Und nun? Nochmal zurück. Können wir es hier vielleicht irgendwo reinstecken? Nee, können wir nicht. Wo kriegen wir jetzt Tachyonenbrühe her? Zumindest haben wir das Fuel-Lock-Problem gelöst, oder? Ja, bravo. Wir haben sie alle nach Paradox City gespült. Keine Sorge, ich bringe uns von hier weg. Beeil dich, dieser Ort macht mir Gänsehaut. Ja gut, aber wahrscheinlich erst im nächsten Part. Damit ich nach oben soll es euch bis hierhin gefallen haben. Lasst ein Abo da, wenn ihr neu seid, und wir sehen uns im nächsten Part wieder. Und dann versuchen wir hier mal das Rätsel des Potenzials, des Portalpotenzials zu lösen. Und ja, in der Geschichte weiter voranzukommen. Bis dahin, haut rein, ciao! Ich säge deine Knochen an und lasse kleine Igel dann an deinen blanken Nervenbahnen saugen. Denn Spaß ist, ja Spaß ist, ja Spaß ist, wenn man trotzdem lacht.